Hey, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder live. Cool, dass ihr mit dabei seid oder zumindest euch vorgenommen habt, den Mittag mit uns zu verbringen. So wie letztes Jahr, so wie vorletztes Jahr. Das ist ja wie der Groundhog und Day hier. Und das Jahr davor und... Das natürlich nicht, aber genau, wir sind ja erst seit Corona, ja, genau. Alles entstanden aus, lass uns doch mal virtuell zusammensitzen zu dem, ja, was es mittlerweile geworden ist. Faszinierend. Und ja, wir sind super happy, dass es weitergeht. Und natürlich habe ich auch, ja, in meinem Urlaub, genau, ich bin halt Inbox Zero Guy, das halte ich auch natürlich im Urlaub durch, habe ich natürlich auch jeden Tag immer spannende Sachen mir sozusagen direkt in meine Themenliste gepusht. Heute Morgen alles versucht, wieder nach oben zu rufen, die meisten Sachen durchzulesen. Leider hatten wir super viele Termine heute Morgen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich finde es auch ganz cool, so mal diese ganzen Sachen, die ich so angesammelt habe, mit euch zusammen durchzugehen. Und vielleicht kommen wir dann alle zusammen auf den neuesten Stand, wenn ihr auch gerade wieder heute euren ersten Tag im Jahr habt oder letzte Woche schon angefangen habt, dann noch ein bisschen durchgeschlafen habt, weil noch nicht so viel los war und ihr diese Woche wieder voll einsteigt. Genau, also können wir das alles doch zusammen machen. Ist doch nett, oder? So wie sich das eigentlich gehört. So wie sich das gehört. Bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Ja, na logo. Also alles richtig super, cooler Urlaub gehabt, mega cool mit den Kids. Wir haben echt jeden Tag, also... Ja, Spiele gespielt. Ich habe HeroQuest bekommen von meiner sensationellen Frau. Kennst du das noch? HeroQuest? Nee. Vielleicht kennen das ältere Semester von euch, noch ältere Seos. Das ist ein Spiel damals. Es gab HeroQuest und StarQuest. War so, wie so eine AD&D, also Advanced Dungeons and Dragons, als Brettspiel aufgelegt. Und das haben die letztes Jahr, Ende des letzten Jahres, wieder neu aufgelegt. Und genau, meine Frau hat mir das geschenkt und mit meinem Sohn habe ich fleißig gespielt, mittlerweile schon 7 Missionen. Und außerdem habe ich noch den DeLorean bekommen von Lego. Da habe ich leider erst also bin noch nicht weit, aber genau, best wife ever. Lego und genau, Rollenspiel ist doch cool. Schlecht, wir haben was bekommen, das wird den Hans vielleicht freuen, und zwar eine Tagine, so ein marokkanischer Kochtopf. Ach echt? Ja, und zwar einer, der auf einer Induktion funktioniert, und haben damit jetzt ein, zwei Mal gekocht. Das habe ich lustigerweise auch mal gehört, weil irgendjemand hat mal etwas gekocht, das war auch in so einem Tagine. Das ist super. Super lecker, genau. Richtig toll. Oh wow, ich lade mich zum Essen ein. ich habe nämlich lustigerweise auch Essen zu Weihnachten geschenkt, ja. Genau, und zwar vegane Konservendosen, genau, aus meiner alten Heimat. Sensationell. Genau, aber ja, genug. Ich wollte noch gerade fragen, hast du irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr? Ja, das mache ich nie, weil ich brauche das, um ehrlich zu sein, gar nicht so, weil ich mache ja generell... Ich bin schon perfekt. Nee, das sage ich nicht. Aber ich mache das ja auch throughout the year. Ich habe ich sage noch nicht 30-Day-Challenge, sondern generell einfach, wenn ich etwas machen will, versuche ich es immer 30 Tage jeden Tag halt zu machen. Um das und genau, und dann wird es einfach ein Habit. So habe ich mir kaltes Duschen damals angewöhnt, meine 100 Liegestützen am Tag, die ich wirklich letztes Jahr jeden einzelnen Tag gemacht habe. Also sowas zum Thema Vorsätze. Weil ihr wisst, mein großer Vorsatz oder beziehungsweise meine große Herausforderung dieses Jahr ist ja Ninja Warrior Germany, genau. Also abseits vom SEO muss ich dieses Jahr bei Ninja Warrior Germany teilnehmen, weil mein Sohn ist jetzt 10, kann jetzt quasi bei der Kids-Version mitmachen, will das seit 3 Jahren. Und ich habe vor 3 Jahren gesagt, hey, also dann, wenn du das willst, dann mache ich das halt auch. Ja, so einfach mal ins Blaue reingebrabbelt. Aber das ist halt, wenn man so wie ich eine große Klappe hat, dann muss man halt auch durchziehen. Ja. Und ist ja auch cool. Ne? Wie gesagt, man hat mal das Ziel formuliert und da muss ich es halt auch machen. Gesagt, trainiere ja schon, also ihr wisst das ja sehr lange darauf hin und genau, dieses Jahr wird es endlich, wollte ich sagen, endlich wird es, oh Gott, wird es ernst und wie gesagt, ich trainiere einfach nur, dass ich nicht beim ersten Hindernis rausfühle. Also wie gesagt, ich habe keinerlei Anspruch, hier sozusagen zu gewinnen oder Ninja Warrior Germany zu werden. Ich will einfach mich nicht blamieren. Genau, aber wie gesagt, ich tue das halt vor allem für meine Kids. Ich weiß das ja alles noch gar nicht. Also wie gesagt, ich habe ja noch nicht mehr gefilmt oder sonst irgendwas. Kleine Verletzung habe ich auch noch aktuell, aber wie auch immer. Wie gesagt, meine Kids wollen das unbedingt machen und deswegen, wie gesagt, unterstütze ich das und genau, also ich werde es auf jeden Fall wissen lassen, wenn da was zu sehen ist. Aber wie gesagt, es ist nur ein Side-Topic, hat jetzt nichts mit Ride zu tun. Ride ist immer noch 110% meiner gesamten Aufmerksamkeit, das wisst ihr ja. Das ist einfach sozusagen hier nur privat als Hobby. Wir haben uns auch 2 Sachen vorgenommen. Oh yeah. Das eine ist... Mit dem Rauchen aufhören, hat schon geklappt. Super, du brauchst nicht mehr, gut. Sehr gut. Nee, 1 Monat kein Alkohol. Okay. Dann haben wir es im Januar hinter uns und können danach weitermachen. Okay. Das andere ist natürlich viel mehr lesen. Und der Trick, den wir jetzt umsetzen, ist,
Wenn wir Netflix anschauen, schalten wir jetzt einfach die Untertitel an. Achso, das mache ich aber generell auch. Also generell immer, wir gucken auch immer alles auf Englisch mit Untertiteln. Kann man was lernen, ist immer gut. Genau. Und oder auch Spanisch haben wir das auch mal gemacht. Zum Beispiel, wir haben House of, nee, dieses, na, wie hieß das damals? Haus des Geldes, sozusagen auch auf Spanisch Casa geguckt. de la Moneda, Ja, oder wie genau. heißt das? Nee, Casa del Papel. Das Und heißt genau, Papiergeld. also finde ich auch immer super. Ja, Super, super Technik. ich habe jetzt noch ein paar Kommentare jetzt durchgehen. Genau, eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Was hast du gerade gesagt? Du hast Mehr dir lesen vorgenommen. und Achso, Untertitel anschalten. jetzt weiß ich nicht mehr. Egal. So, jetzt begrüße ich erstmal euch. Sau cool, dass ihr nämlich wieder mit dabei wärt. Zum Beispiel der Jochen. Hey Jungs, lange nicht gesehen, aber hallo. Wir waren doch nicht online, also du konntest uns nicht sehen, außer creepigerweise, wenn du irgendwie vor unserer Wohnung aufgetaucht wärst oder so, dann hättest du uns sehen können. Unseren Wohnungen. Wohnungen, genau, das klingt jetzt nochmal super creepy. Genau, sorry für den dummen Kommentar, lieber Jochen. Dann der Daniel, ein herzallerliebstes Hallo aus Köthen, Servus nach Köthen, geil. Daniel mit und ohne Eis, immer gern gesehener Gast hier in der Show, selbstverständlich. Dann haben wir den Dirk, ja, Servus, der Dirk, der Schornstein, geil, der Schornsteininger, hey, frohes neues Von Jahr. dir kann man eine coole Karte bekommen. Vielen Oh, Dank mega, dafür. genau, stimmt, genau, mega, lieben Dank, lieber Dirk, sau, sau cool, freut uns wirklich sehr. Beim Hans würde ich jetzt erwarten, dass er sagt, Food Neujahr. Nein, aber hier rohes neues Jahr, also neues Jahr, neuer Karlauer, so kennen wir den Hans, genau, rohes neues Jahr, das wünschen wir dir auch, nee, also roh sicherlich nicht, aber genau, Food Morning auf jeden Fall. Google Bing, Servus, Grüezi, Moin und Hallo, frohes neues Jahr und das Beste für euch, lieben Dank, lieber Google Bing, ihr wisst ja, das Love Child von Chandler und Monica Bing aus der Serie Friends, genau, Google Bing, nee, wer ist wirklich? Steht hier nicht, das ist der YouTube-Name. Genau, dann haben wir den Sascha. Servus, frohes neues Jahr 2023. Schöne Grüße aus Treben und jetzt als SEO für Webstube. Aha, neuen Job. Hier hat der Sascha. Sehr gut. Sehr Herzlichen cool. Glückwunsch und Wir natürlich müssen Glückwunsch mal an die reden. Webstube. Genau, wir müssen mal reden, lieber Sascha. Genau, lass das machen. Dann der Thomas. Hallo miteinander. Servus, Thomas. Sehr cool, Cool, dass du dass du mit dabei bist. dabei bist. Der Nasrin, Die. die Nasrin, Entschuldigung, Nasrin, oh, Entschuldigung, liebe Nasrin, genau, mein Fehler. Hi, hi, liebe Nasrin, cool, dass du mit dabei bist. Dann die Pamela, hallo zusammen und ein gesundes und frohes 2023, das wünschen wir auch dir, liebe Pamela. Der Matthias, Hallöchen, frohes neues SEO-Jahr. Krass, ist Weihnachten schon wieder vorbei. Krass, da hat wohl eine im Food-Koma erst heute wieder aufgewacht. Ja, ein bisschen viel Ente schnabuliert vielleicht. Die Mandy, die darf nicht fehlen. Frohes neues Jahr euch allen. Das wünschen wir dir auch, liebe Mandy. Auch in Clubhouse dabei. Aber hallo, der Thomas, fast schon wieder Ostern. Ja, krass, Wahnsinn. Bei uns gibt es schon Osterhasen wieder in der Supermarktkasse. Das ist doch was. Die Kids freuen sich. Dann. Hallo zusammen, frohes Neues. Das wünschen wir auch, lieber Thomas. Dann der Adam, machst auch Klimmzüge und andere Polübungen. Ja, auch das wollte ich mir antrainieren, habe mich aber dabei verletzt. Also da kommt auch meine Verletzung her. Entsprechend, deswegen mache ich im Moment keine Klimmzüge, sondern mache nur Standard-Bouldern. Also ich sozusagen, da halte ich mich durch Bouldern fit, aber ich versuche jetzt keine singuläre Bewegung sozusagen nur auf den Ellenbogen. Also viele, die kennen das vielleicht, ne? Da laufen ja alle Nerven in einem Strang sozusagen zusammen, der ist hier unten und genau dieser Punkt schmerzt und entzündet sich immer. Das muss ich ein bisschen schonen. Aber wie gesagt, wir tun fleißig Bouldern. Genau, wir haben eine neue Boulderhalle auch bei uns in der Nähe, sozusagen, wo wir wohnen. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt Stammgäste, immer am Klettern mit der gesamten Familie. Auch gestern Vormittag, alle zu viert, waren wir da fleißig klettern. Macht super Spaß. Genau. Dann, aber wie gesagt, sonst auch nur Calisthenics, genau. Gott, die 100 Liegestützen habe ich letztes Jahr auch umgesetzt und da jeden Tag durchgezogen. Mega, sau cool, Krass. Pamela. Wahnsinn. Also ich habe auch, also ganz kurz, wenn es interessiert, also ich hab wirklich 7 Monate gebraucht, um mich dahin zu trainieren. Also ich habe angefangen mit 30, ne, bis ich sie halt wirklich saubere 30 kann. Wo ich sie sauber konnte, habe ich eine Woche das auf dem Niveau gemacht und dann bin ich auf 40 gegangen. Weil als ich dann 40 sozusagen wieder sauber konnte, wieder eine Woche sauber und dann sozusagen nach oben. Und ich habe 7 Monate gebraucht, bis auf 100 zu kommen. Und das war aber vor, das war, wie gesagt, Ende 2020. Und aber ganz 2022, jeden einzelnen Tag sozusagen 100 Liegestützen am Stück jeden Morgen gemacht. Ich wollte schon gerade Genau. sagen, das ist jetzt heute die Daily Dose of SEO Spezial. Werde fit in SEO und körperlich. Na, ich erzähle nur, wenn das hier interessiert, entsprechend. Aber wie gesagt, auch das war kein Neujahrsvorsatz, sondern ich habe das, genau, einfach durch diesen Ninja Warrior, habe ich es angefangen, sozusagen
mich da so hoch zu trainieren. Ja, der Postel hat ja auch dieses tolle Konzept des Neujahrsvorsatz, Fitnessstudio-Zugang für 2 Monate irgendwie im Angebot. Okay. Ich finde halt Fitnessstudio, wie gesagt, ich mache halt eher Calisthenics. Also wie gesagt, so Fitnessstudio, so, ich bin halt auch so nicht so, genau, so der Disco-Pumper oder so. Also ich will ja auch nicht Muskel aufbauen, also beziehungsweise muss ich ja eher, also sozusagen wenig Gewicht haben, weil man hängt ja da auch sehr lange, ne? Also von dem her ist ja da wenig Gewicht auch Trumpf. Also ich versuche optimale quasi gerade Kraftausdauer entsprechend da halt auch zu trainieren, als jetzt irgendwie dicke Muskeln anzutrainieren, die dann viel Sauerstoff und Energie fressen. Genau. Genau. Ja, hat jetzt nichts mit CO zu tun, aber wen es interessiert. Aber cool, Pamela. Frohes neues Jahr allerseits, auch von Michael. Servus, Michael, cool, dass du wieder mit dabei bist. Unser Mr. SEO, der darf nicht fehlen. Der Thorsten, der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Cool, dass du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist. Frohes neues auch dir. Der Flo, servus, Flo, frohes neues, auch dir, lieber Flo. Der Thomas, nur nicht vegan. Ein echter SEO, Lars, was? Ist nur Carnivore. Na, muss nicht sein. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, also, aber auch da. Ich habe selber auch kein Label, also ich ernähre mich, ich würde mal sagen, 4 Tage vegan, 2 Tage vegetarisch, ein Tag ist auch mal irgendwas mit Fleisch entsprechend halt dabei, aber ich gebe mir selber kein Label. Ich will kein Vegetarier sein, ich will kein Veganer sein oder so, mir ist das auch scheißegal. Ich erzähle es ja auch niemand jetzt, außer jetzt euch, was weiß ich auch immer, aber ich finde so, also, aber wie gesagt, ich mache das auch nicht, um irgendein Label zu haben. Ich könnte jetzt auch nie nur vegan werden, weil ich zum Beispiel nicht auf Schokolade verzichten will. Also das werde ich mir jetzt sozusagen nicht, warum auch, ne? Also das, wie gesagt, bei mir geht es ja auch nicht um ethisch, moralisch, sondern weil ich mich halt hauptsächlich vegan ernähren will, wie gesagt, gerade weil ich sozusagen auch gerade in der Regeneration, genau, also ich glaube gerade diese Art der Ernährung ist für die Regeneration einfach sensationell. Aber mir geht es nicht darum, irgendwie ein Label zu haben oder sonst irgendwas und es den Leuten dann irgendwie die ganze Zeit aufs Brot zu schmieren. Genau. Unser Spielehändler. Der Jakob, genau, unser beliebtester Spielehändler / SEO. Grüß euch, Fodau, also von dort. Aha, dann mal Grüße. Nach dort, genau, wie auch immer. Entschuldigung für meine schlechten Österreich-Kenntnisse. Cool, der erste SEO Ninja Boy. Ja, warte mal ab. Nochmal, wie gesagt, noch habe ich nirgendwo da gehangelt oder bin irgendwo ins Wasser gefallen. Also wie gesagt, aber das Ziel ist da. Ja? Also wie gesagt, erst wenn das da wirklich über die Bildschirme flimmert, gerne. Und wie gesagt, und nochmal, ich werde das nicht gewinnen. Ja, also genau, bitte nicht Geld auf mich setzen. Ja. Genau. Macht sowieso keiner. Also wir nehmen Wetten an. Genau. Die Fariba ist auch dabei. Servus Fariba. Hi Fariba. Cool, dass du mit dabei bist. Dann trainiere doch auch mit dem Oculus The Climb 2 zum Klettern. Ja, ich meine, ich klettere halt lieber in der Kletterhalle, als jetzt mit einer VR-Brille auf der Couch zu sitzen. Ja, genau, also ja. Aber die Idee finde ich gut. Die Idee ist cool. Oh, guck, mein Papa hört auch zu und sagt aber nichts. Mein Papa, bitte, was ist du schon wieder, mein Sohn? Warum erzählst du das auch wieder hier der ganzen Welt? Also, hallo Papa. Ja, der Trick 17, du musst einfach möglichst vielen Leuten davon sagen und dann hast du weniger Möglichkeiten, dann wieder rauszukommen. Ja, aber das ist es auch. Wie gesagt, wie mit meinen Kids, wo ich einfach gesagt habe, ja, ich mache das, ne? Und wie gesagt, du formulierst auch dieses Ziel und let's go, ne? Ich bin sowieso always say yes, ne? Also das ist einfach eine Challenge, let's do it, ne? Genau. Und das finde ich halt gut, aber wie gesagt, für jemand wie mich, ne, also wenn man eine große Klappe hat, man muss dann halt auch immer durchziehen. Ist nicht immer einfach. Mein Papa weiß es natürlich. Dann Hans Liegestütze, Markus guckt zu viel Jeremy Fragrance. Achso, das war dieser YouTuber, der Parfüm testet oder was weiß ich auch immer. Aber auch das geht mir gar nicht, das jetzt jedem zu erzählen, oh, guck mich an, sondern wie gesagt, ist ja nur für mich. Das war nur wegen diesen Vorsätzen oder so. Also genau, hoffentlich kommt das jetzt nicht falsch rüber. Aigude, auch der Ralf ist dabei. Aigude, auch für dich, lieber Ralf, cool, dass du mit dabei bist. Ich habe gesehen, dass der Ralf mir auf Clubhouse geschrieben hat. Ich habe die ganze Zeit zwischen den Jahren die... Ach so? Oh Gott. Ja, vor allem nach diesem letzten Mal, wo wir da gesendet haben, wo dann diese ganzen Typen... Ach Gott, das war horrible. Egal. Und der Adam ist noch dabei. Proteine, biologische Wertigkeit. Ja, Protein ist immer wichtig. Wie gesagt, ich habe heute im Alex sehr viel Protein geschenkt. Und genau, wir werden heute schon vegan mit 23 Gramm Protein pro 100 Gramm essen. Genau, grünes Curry. Veganes grünes Curry. Super. Aber das, genau, liegt erstmal in der Zukunft, in
knapp einer Stunde und euch interessiert es sowieso gar nicht. Ich glaub, also, aber euch auch jetzt nicht gerade beim Essen zusehen. Genau. Interessiert euch nicht, wie viele Liegestützen ich jetzt mache oder was ich jetzt irgendwie machen will oder was wir hier essen oder so, sondern euch interessiert hoffentlich natürlich SEO. Und da ist ja auch eine Menge passiert. Wie gesagt, ich habe mir jeden Tag natürlich hier schön immer weggespeichert, was ich hier so spannend fand und würde das ja gerne einfach mal mit euch durchgehen wollen. Das ist unsere Show heute. Also wir machen heute eine General News Show und am Mittwoch haben wir bereits unsere erste spannende Gästin hier. Gästinnen. Keine Ahnung, ob man das so sagt. Ich sag's jetzt halt so und ich hoffe, ich bin jetzt niemand auf die Füße getreten. Aber wir haben zwei spannende Gästinnen hier bei unserer, hier in unserer Show. Am Mittwoch, da geht es nämlich um A/B-Testing. Und da haben sich nämlich zwei sehr smarte SEO-Expertinnen ja, selbstständig gemacht, glaube ich. Und genau, und wir haben sie auf der SEO.com kennengelernt. Ich war super begeistert. Richtig super smart, haben gesagt, das muss in die Show, da müssen alle daran teilhaben. Und da haben wir sie eingeladen und dann kommt am Mittwoch die Vanessa und die Lisa. Und die Lisa kommen zu uns hier am Mittwoch in die Show und wir reden zum Thema A/B-Testing. Das solltet ihr nicht verpassen. Wirklich auch zwei sehr smarte, junge SEO-Damen. Wie gesagt, ja, mit einem spannenden neuen Ansatz und genau, einer neuen Selbstständigkeit. Und genau, ich bin schon ganz gespannt, was sie uns da erzählen. Und das wird sicherlich auch spannend für euch. Genau, und ansonsten, genau, geht es dann nächste Woche weiter. Da nicht am Montag, sondern erst am Dienstag, weil am Montag, also am Sonntag hat meine Tochter den 7. Geburtstag und am Montag gehen wir in Jimmys Funpark, da wird dann auch viel geklettert. Genau, und deswegen kann ich dann am Montag nicht bei euch sein, aber am Dienstag geht es dann quasi weiter wieder mit der News. Das ist jetzt schon viel Informationen in die Zukunft, also einfach nur merken, am Mittwoch dabei sein, nächsten Dienstag dabei sein und ihr seid good to go. So, und jetzt reden wir eigentlich über SEO. Rechtzeitig in die World of Books, genau, dass ihr das auch nachlesen könnt. Genau, genau, in die World of Books. Da sind auch einige neue Leute da übrigens dazu gekommen, auch cool. Die SEO-Trainees, die haben auch eine Frage gestellt, da wollte ich eigentlich auch nochmal antworten. Einige Aktivität, Fragen eigentlich gefragt und neuen, beantwortet. Neuen Channel aufmachen mit AI. Oh Gott, okay. Dazu kommt es gleich auch noch. Aber wie gesagt, lass uns mal hier mal News reden. Und die erste News, genau, muss so sein. Bitte, bitte, bitte verzeiht es mir. Aber die erste News, die ich heute Morgen bekommen habe, ist SEO dead? Ja, okay. So, lassen wir es. Nein, ist es nicht. So, weiter geht's. So schnell geht es, ne? Boom. Aber ich finde es so lustig, ne? So direkt der erste Artikel im neuen Jahr ist SEO dead. Nein, ist es nicht. Verdammt nochmal. Ja, jedes Jahr. Wie gesagt, den ersten SEO dead Artikel habe ich 2002 gelesen und seitdem, seit 21 Jahren, jedes Jahr, dieses Jahr sehr früh von Ahrefs, aber nein, es ist nicht tot, auch trotz dieser ganzen GTP und was weiß ich auch immer. Der ganze Abgesang auf Google, ja, da können sie noch weiter singen. Wie gesagt, ja, da ist noch eine Menge Mileage im Thema SEO, also keine Angst. Genau. Aber ich habe noch ein bisschen so Closing-Posts hier gefunden. Klar, ich meine, am 24. Dezember war ja auch der letzte Arbeitstag. Da kam noch ein bisschen was, zum Beispiel hier am 30. Dezember. Thanks 2022 vom Google Search Central Team. Übrigens auch hier mal wieder, ja, alle auch live zusammen. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Ne? Da sieht man auch mal, wie viele da entsprechend fehlen, obwohl ich da auch wirklich noch ein paar vermisse, lustigerweise auch auf dem Bild. Aber wie auch immer, also ihr wisst, riesiges Team und die haben eine Menge geleistet und das haben sie ja noch zusammengefasst, zum Beispiel hier natürlich der Video-Index-Report, das hat uns sehr gefreut, die API für URL-Inspection, also URL-Inspection-API, super, super spannend, da haben wir Google auch richtig dafür gefeiert. Genau, natürlich Daniel Weisberg macht einen sensationellen Job. Genau, mittlerweile immer mehr Dokumentation, mehr Tipps, wie man ja effizient mit Google Search Console Daten arbeiten kann, wie man das auch alles verquicken kann im Looker Studio. Ne, zum Beispiel auch hier mit seinem Guide Connecting Search Console to Looker Studio für alle armen Leute, die keinen Write haben. Und dann natürlich die beste Variante mit Google Search Console Daten zu arbeiten, kann man auch hier die zweitbeste Variante wählen. Der Daniel erklärt das sehr schön, wie man das machen kann. Ja, und dann natürlich hier würde ich mal sagen, Webmaster Communication, ja, in Richtung Core-Updates, Product-Review-Updates, Helpful-Content-Updates, wisst ihr auch alles. Da gab es eine Menge Updates letztes Jahr, die natürlich auch immer viele Fragen generieren, provozieren und beantwortet werden wollen, werden müssen.
sollten, hätten, können, wie auch immer. Und das Lustigste, weil sie das auch hier reinschreiben, ne? And then we published a single line update to our documentation that wreaked havoc on the internet. It was 15 megabytes and this is the last time we talk about it. Sensationell, ne? Wisst ihr auch noch, ganz jeder hat darüber diskutiert, obwohl wir rausgefunden haben, ich glaube nur 4 Seiten insgesamt fallen irgendwie da irgendwie in diesen Bucket entsprechend. Das war wirklich sehr lustig und hat ja hier augenscheinlich auch das Google Search Console Team ja, sehr schön amüsiert. Ja. Genau, und natürlich auch Webmaster ist jetzt weg. Ne? Die Webmaster Guidelines sind jetzt ja nicht mehr die Webmaster Guidelines. Ach, so schade, ich war ja auch immer großer Fan der Webmaster Tools ganz am Anfang. Ne? Ja, schade, das ist jetzt gestrichen worden. Aber wie gesagt, die haben da natürlich auch einen sensationellen Job gemacht, mal diese Guidelines komplett zu updaten. Und dann haben wir natürlich auch jetzt diese Update-Timeline und alles, ne? Also wieder sensationeller Job vom Search Central Team und deswegen natürlich auch von uns. Thanks 2022, thanks Google Search Central Team für euer, ja, for your continuous effort. Also, genau, wie gesagt, ich muss das immer so sagen, ich komme aus einer Zeit, da hat niemand von Google mit dir geredet, da gab es nur The Google Guy im Webmaster World Forum, wo man nicht mal wusste, ob er wirklich bei Google arbeitet. Klar, 3 Jahre später hat man herausgefunden, es war Matt Cutts, ne, aber das war so, ne, da hat niemand mit einem geredet und guck mal, wie viel Support wir jetzt kriegen, ne, mittlerweile auch auf vielen Kanälen aktiv, übrigens sagen sie auch jetzt mal, probieren sie mehr LinkedIn, ne, weil sie auch ein bisschen weg waren von Twitter, ne, also sind jetzt auf LinkedIn und Mastodon aktiv. Genau, also wie gesagt, die ganzen Videoreihen, die sie immer wieder aufs Neue veröffentlichen. Genau, Wahnsinn, diese SEO Fairy Tales mit Martin, grandios, ne, sollte man gucken, auch wirklich jede einzelne Episode, bis auf die, wo der Mike Botify empfiehlt, nicht Schwan. Und genau, Mike King, also jetzt sind wir von Google. Gott, wäre ja noch schöner, die mögen die ja gar nicht so. Genau, also von dem her, grandiose Arbeit hier vom Search Central Team und man kann da wirklich nicht dankbar genug sein für, ja, das Search Central Team, genau. Dann, genau, apropos Updates, genau, eigentlich habe ich heute gedacht, wir reden heute bestimmt über Updates, wir gucken uns jetzt endlich, Loser, Winner, ne, vom Helpful Content Update oder vom Linkspam Update an, gerade Linkspam Update, wisst ihr ja, bin ich sehr erpicht darauf, mal den ein oder anderen Case zu finden, wir hatten da ja auch einen ganz spannenden Case uns im letzten Jahr noch angeguckt, genau, wenn ihr euch erinnert, war ganz lustig, und das habe ich echt gedacht, also ich dachte echt, hey, heute die erste Show und wir können endlich mal gucken, was passiert ist, aber The Google Helpful Content and Linkspam Updates may take another couple of weeks to roll out. Okay, also wird noch ein bisschen dauern. Genau, also das war jetzt January 6, ne, genau, also auch nochmal vor 3 Tagen. Also wie gesagt, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwas sehen oder spüren. Ich habe auf jeden Fall nichts gesehen, nichts gehört oder sonst irgendwas. Wenn ihr was wisst, lasst es uns wissen. Und dazu passen noch ganz kurz hier Google Answers, how long it takes to recover from algorithmic penalties. Ne, das ist auch wieder eine immer ja sehr gern gestellte Frage, falls jemand eben von so einer algorithmic penalty hier betroffen ist, auch wieder sehr interessant ist sozusagen auch algorithmic penalty, ist ja dann eher ein Filter eigentlich, komisch. Aber wie auch immer, die Frage war also, if a website gets algorithmically penalized for thin content, how much of the website's content do you have to update before the penalty is lifted? Sehr spannende Frage. Genau, also wie gesagt, algorithmically penalized. Ach, steht es auch nochmal. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Genau, so war auch immer. Here's the answer. Well, it's generally a good idea to clean up low-quality content or spammy content that you may have created in the past. For algorithmic actions, it can take us several months to re-evaluate your site again to determine that it's no longer spammy. Genau, ist ja ein großer Unterschied, nämlich auch wirklich einer Penalty, also wirklich eine Manual Penalty, ne, wo wirklich jemand aus dem Search Quality Team hergeht und wirklich sagt, du hast jetzt ein Problem. Sowas kennt ihr dann auch, sowas, also kennt ihr hoffentlich nicht. Also ich glaube, alle Leute, die jetzt zuhören, haben sowas noch nie in der Google Search Console gesehen, aber da würdet ihr es sehen, ne, dass es eben so eine Manual Penalty gibt. Und da kann ich ja den Gang nach Canossa machen. Ne, je nachdem, was es halt ist, ne, kann dann wieder ein Re-Inclusion-Request stellen und dergleichen. Ne, da kann es also durchaus auch mal schneller wieder gehen. Ne, und hier, wenn es halt algorithmisch passiert, ne, wie gesagt, dann muss ja eigentlich dieser Algorithmus da nochmal drüber laufen. Vielleicht erinnert ihr, ich habe ja immer da dieses Bild dieser schiefen Ebene mit dem Loch, ne, wo man reinfällt sozusagen, wenn die Kugel klein genug ist und sie muss dann quasi, muss wieder neu quasi getriggert werden, ne, damit sie wieder die schiefe Ebene herabrollt und dann hoffentlich größer ist, ne, also more quality und dann eben über dieses Loch quasi hinwegrollt. Und das kann dann natürlich immer mal natürlich wieder dauern, obwohl wir ja gerade sehen, ne, SEMrush
Markus Tober hat uns ja wirklich eindrucksvoll gezeigt, ne, dass die ja einfach immer mehr Aktivität stattfindet und weniger sozusagen Volatilität durch Updates entsprechend erfolgt. Also ich kann mir vorstellen, dass es sozusagen auch durchaus ein bisschen schneller geht. Aber auf der anderen Seite ist Google natürlich auch, warum soll ich spammy Content sozusagen, also eine Seite, die sehr viel spammy Content gehabt hat und jetzt halt den gelöscht hat und jetzt einfach, keine Ahnung, mit JetGPT ein bisschen besseren spammy Content schreibt, ne, warum sollte Google da hinterher sein, wirklich die so schnell wie möglich wieder da in den Index zu lassen, sondern es ist ein bisschen so wie Penguin-Update. Ne? Ich meine, da wurden ja auch keine Falschen getroffen, sagen wir es mal so. Ne? Auch da, warum soll ich die direkt wieder in den Index da halt lassen oder so? Das ist ja auch ein bisschen, ne? Crime does not pay. Ich mache was schlecht, sage, oh, es war schlecht, bitte lass mich wieder rein, dann ist ja gar kein Lerneffekt entsprechend. Also deswegen würde es mich auch nicht wundern, dass es da immer ein bisschen länger dauert, aber auf jeden Fall bis zum nächsten Data-Push. Dann, genau, ganz spannend fand ich diese News hier. Google seems to be ramping up Fuchsia Development going into 2023. Fuchsia. Vielleicht erinnert euch an meine SEO.com Keynote, wo ich ja auch damals Fuchsia vorgestellt hat, wo wirklich, also 90% der Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, wow, Fuchsia, habe ich noch nie gehört, ja, ist krass. Ja, weil es auch alles so ein bisschen so undercover war, ist ja 2017 zum ersten Mal sozusagen, ja, genannt worden. Ja, genau, genannt, aber man wusste nicht so recht, also ein eigenes OS, ein eigenes Betriebssystem, ne, das sogar auf einer Raspberry Pi laufen kann, ne, was ja aber auch wirklich zeigt, ja, wie, also man kann wirklich damit sozusagen jetzt nicht nur, dass jetzt sozusagen irgendwo Chrome läuft, sondern dass sozusagen ich bestimmte Sachen habe, sogar eine Verkehrsampel oder was weiß ich auch immer, könnte theoretisch auf so einem Fuchsia OS laufen, ne, und könnte mich dann natürlich auch identifizieren, wenn ich an so einer Verkehrslampe vorbeilaufe oder was weiß ich auch immer. Also jetzt gut, das ist jetzt natürlich alles Spekulation, ne, aber nur mal sozusagen das Potenzial dazu zeigen. Google hat natürlich immer gesagt, nein, ist doch gar nicht so, beziehungsweise sagen sie mal, ja genau, so naturally a lot of people sort of, you know, assume it's a new OS from Google, so it must be the future, the one OS from Google, you know, that's not how we look at it. We look at it as it is a sort of a place where we can try out new ideas. Ne? Und so ist es vielleicht jetzt gestartet, aber ich glaube, mit den Efforts, die sie da immer mehr machen, irgendwie, da kommt auch wirklich entsprechend etwas zustande. Und wie gesagt, das Wichtige ist, das ist eine Plattform, das ist so wie Android. Ne? Das ist nicht einfach jetzt nur so eine Application oder so, sondern das ist ja wirklich eine Plattform, die dann natürlich auch in Autos, wie gesagt, Verkehrsschildern, Ampeln, wie auch immer, aktiv sein kann. Also das Ziel ist hier entsprechend größer, aber natürlich auch auf Chromebooks oder was weiß ich auch immer. Das ist natürlich das Einfachste entsprechend. Und gerade da geht eine Menge voran. Also es ist nämlich zum Beispiel so, dass sie jetzt zum Beispiel hier investieren in Starnix, a bold new way to let Android and Linux apps run directly within Fuchsia. Weil das ist ja ein bisschen so das Henne-Ei-Problem. Ne? Ich habe jetzt ein neues OS, ne? Aber dann wollen die Leute natürlich ihre Apps. Ja? Die Leute wollen ihre Apps dann sozusagen natürlich in diesem Betriebssystem laufen lassen. Wenn sie das nicht haben, dann holt sich niemand Fuchsia, sondern sie arbeiten eben noch mit Android, Linux, macOS oder was weiß ich auch immer einfach weiter und benutzen eben kein Fuchsia. Und deswegen haben sie hier quasi ja so wie so ein Emulator für Apps, dass ich halt Android- und Linux-Apps sozusagen eben auch auf Fuchsia mit Starnix laufen lassen kann. Und da investieren sie damit mal rein. Da merkst du, okay, sie rampen up das Ecosystem. Ne? Also you're ramping up the Ecosystem, dass wenn das dann wirklich gelauncht wird, dass dann auch wirklich gearbeitet werden kann, dass Leute das nutzen können. Ja. Genau. Und das ist wirklich super, super spannend. Und das Erste, wo sie wirklich natürlich Full Support, das ist dann natürlich dann der nächste Schritt, ne, dass sie wirklich Full Support entsprechend auch für dieses gibt, dass extra Apps auch dafür gebaut werden. Und da fängt natürlich Google selber an und macht zum Beispiel eine Full Chrome Browser Experience within Fuchsia. Genau, und also in dem Fall hier auf einem Pixelbook Pro Go installiert. Und wie gesagt, da machen sie immer mehr und da wird was kommen. Ob 2023, you don't know, aber ich glaube, das ist hier ein Longplay von Google. Und finde ich super spannend, weil, wie gesagt, viele Leute das gar nicht mitkriegen, was da passiert. Und da kommt etwas sehr, 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 sehr Großes. Ich denke da gleich immer mal einmal an Minority Report, wo du dann mit deinen Augen gescannt wirst und dann die individualisierte Werbung dann zugeschickt bekommst. Ja, das kommt schon noch früher, ja. Ich meine, genau. Übrigens, der Manuel, servus, cool, dass du mit dabei bist. Meint ihr, dass es auch manuelle Abstrafungen gibt, ohne dass es in der GC konkret einen Hinweis gibt? Nee, Manual Penalties sind eigentlich immer, weil der Witz ist ja wirklich, also wenn du eine Manual Penalty hast, also so wie ich das sehe, beziehungsweise schreibt er noch,
habe das selbst noch nicht wirklich irgendwo sehen können. Genau, also zwischen so einem algorithmischen Filter, also zum Beispiel, wenn ich im Helpful Content Update, Link-Spam Update getriggert bin, ich glaube, würde ich da nichts bekommen, entsprechend. Aber es ist ja häufig auch so, ne, dass es gerade immer so den Bodensatz trifft. Ne? Sowas trifft ja immer den Bodensatz, genau wie im Penguin-Update. Und ich glaube, das ist ein schöner Vergleich. Bei Penguin-Update war das ja auch so. Der Penguin-Update hat wirklich nur die allerschlechtesten Linkbilder sozusagen jetzt hier getroffen. Also wo wirklich ein Algorithmus wirklich feststellen konnte, okay, das ist wirklich alles scheiß Links, was du da gebaut hast. Die sind alle nur artificially gebaut worden, um hier das Ranking zu manipulieren. Ne? Und dann geht es dann bergab. Und die Leute haben auch gesagt, oh, wann komme ich da wieder raus? Wann komme ich da wieder raus? Aber warum sollte Google die Leute wieder raus? Du hast nur Scheiß gemacht. Und jetzt, jo, jetzt machst du keinen Scheiß mehr. Und jetzt darfst du ja mitspielen. Nee, du kannst ruhig ein bisschen hier im Purgatory verweilen. Und einfach mal ein bisschen lernen, dass man vielleicht das ein bisschen besser machen sollte. Wenn auf der anderen Seite, so eine Seite wie BMW zum Beispiel, ne, kennt ihr auch noch, wie sie damals 2003, 2004, 2005, 2005, damals mit den Doorway-Pages da gearbeitet haben. Ne? Das war ja dann eher, da hat Google die quasi rausgenommen. Ne? Jetzt kann ich nochmal die Geschichte erzählen, die ist ja super spannend, wie das damals alles passiert ist. Aber ne, da wurde sie eher rausgenommen, ne? Dann wurde das entfernt und dann genau wurde es wieder reinstalled. Und so ist das ja auch bei diesen Manual Penalties. Also ich glaube immer, wenn es eine Seite gibt, die einfach grundlegend scheiß SEO macht, sozusagen, ist es Google auch wirklich egal, du fällst dir durch das Raster, ne? Wie gesagt, viele Spam-Seiten haben ja auch nicht mal GC connected oder so, ne, da kann ich die Leute auch gar nicht mehr informen, ne? Aber das ist so genau der Punkt, also du weißt dann auch schon, was du gemacht hast, ne? Also wenn deine Seite wegfliegt, dann wunderst du dich nicht, oh Mann, warum funktioniert meine Seite nicht, ich habe doch lauter Links gekauft und mit der JetGPT mir beschissenen Content schreiben lassen, ja. Schon wieder? Nein, aber verstehst du, also da kann ja dann niemand so, oh nee, was ist da passiert, ja, sondern es ist wohl ziemlich klar, dass Google einfach, okay, kapiert, dass du halt nur Scheiße baust, dass du halt kein guter SEO bist und dass halt deine Domain jetzt auch wirklich nicht in Google auftauchen sollte. Ne? Also wie gesagt, das ist ja kein Surprise, da brauche ich auch keine Nachricht von Google. Ist dann eher so was, wie wenn ich halt bei BMW arbeite und da ist halt irgendwie einer so überambitioniert und kauft da Links, warum will auch irgendwie BMW sich Links kaufen? Ne? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Oder was weiß ich auch immer. Da würde dann Google sagen, hey, pass auf, wir haben hier schlechte Links auf deiner Seite, für quasi die auf deiner Seite zeigen, hier gefunden. Ne? Und da kann ich dann hier wirklich den Gang nach Canossa, Re-Inclusion Request, hier sagen, hey, wir hatten mit einer Agentur gearbeitet, tut uns leid, die haben scheiß Links gebaut. Ne? Tritratrullala. Und dann kann ich wieder sozusagen auch wieder, geht es dann auch wieder schneller. Und ich glaube, das ist die grundlegende Unterschied zwischen einer qualitativen, hochwertigen Seite, die halt mal ein bisschen Scheiß macht, ne, und einfach purem Scheiß. Und ich glaube deswegen, wie gesagt, also glaube ich, es gibt keine manuellen Abschraffungen, die nicht in der GSC da wirklich vorkommen, weil da will ja auch Google, ich habe ja ein Interesse, dass BMW, ne, als damals BMW aus dem Index geflogen, ich habe ja ein Interesse, dass BMW wieder im Index ist, weil das interessiert ja den Suchenden auch nicht. Und wenn der Suchende BMW X3 sucht und BMW rankt nicht, ne, dann denkt er auch, Google ist scheiße, ne, und nicht, oh, die haben SEO-mäßig irgendwas schlecht gemacht, das steht ja auch nirgendwo. Ne? Und das ist ja der Punkt, also Google will ja auch, dass die Domain weiterhin im Index auch aktiv ist. Und deswegen kommunizieren sie mit dem Webmaster, hey, du hast Scheiße gebaut, reverse das und dann können wir wieder reden. Ne? Und genau das ist das. Und bei einer Scheiße halt, mein Gott. Also das ist meine Meinung dazu und ich glaube, das ist immer noch aktuell. Habt ihr eine andere Meinung? Lasst uns wissen. Two cents from Markus. Genau. Sorry, ich habe so lange gelabert. genau. Dann noch Predictions habe ich noch hier von Newsdash vom John. Genau, John Charter hat sich übrigens jetzt komplett selbstständig gemacht, auch mit Newsdash. Grandiose Sache, war ja Director, Vice President, keine Ahnung, bei Condé Nast. Und macht sich jetzt komplett selbstständig in dem Bereich, hat ja hat ja zum Beispiel auch Paul Shapiro geheiert, also richtig gute SEOs quasi, die da jetzt seinen Job machen können und er kümmert sich jetzt voll um seine kleinen SAS-Lösungen, dass sie ein bisschen größer werden. Und genau, im News-Bereich hat er ein paar Predictions gemacht, wovon eine Menge richtig waren letztes Jahr. Die haben wir nämlich letztes Jahr auch durchgegangen hier, deswegen will ich es dieses Jahr auch wieder machen. Das Einzige, wo sie falsch lagen, war Index Now will gain more popularity in Google will join. Ja, das ist immer noch nicht der Fall und ist immer noch, ich glaube immer noch nicht, dass es passieren wird. Genau, aber auch das ist to be debated. Und von dem her mal ganz kurz hier die Predictions von ihm für nächstes Jahr. Will be tough year for publishers. Und gut, das ist absolut klar. Ich meine, ich glaube, das ist eine einfache Prediction. Ja. Traffic from big platforms will go down. Auch das ist wahrscheinlich eine einfache Prediction. Ne? Mhm. Dass natürlich auch immer die, gerade auch diese ganzen Gatekeeper natürlich so viel wie möglich für sich selber da halt halten und nur noch partiell rauslinken.
More Publishers will stop print. Sehr interessante, steile These, ne? Also dass wirklich Print immer, ja, immer mehr eingestampft wird und auf online gemacht wird. Huiuiui, ne? Oder halt auch statt einmal im Monat, alle zwei Monate, statt wöchentlich ein monatliches Format. Oder halt nur digital only, aber ob das willst so ein guter Weg sagen, ist. Wir machen die Daily Dose of SEO nicht mehr daily, sondern monthly. Nee, machen wir nicht. Es geht ja auch um Print, genau. Also man muss ja nicht jeden Monat Montag lesen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal festhalten. Genau. Oder wir wollen euch ja das Lesen abnehmen, indem wir die News mit euch diskutieren, genau. Ja. Many publishers will start investigating how to diversify their traffic. Gut, ich glaube, das hatte man schon im letzten oder im vorletzten Jahr machen sollen. Aber strategisch genau, wichtige Entscheidung. Absolut. More publishers will invest in alternative revenue opportunities like affiliate content and sports betting. Ja, gerade affiliate content, ich meine, das haben wir gesehen, ich meine, Wirecutter, New York Times, ne, das ist ja so, dass was jeder Publisher, wir brauchen so einen Wirecutter, ne, und da sind ja auch einige gerade auch wieder letztes Jahr neu gestartet, also wie gesagt, das ist, glaube ich, so das Ziel für jeden Publisher, so den eigenen Wirecutter da quasi zu bauen und Sports Betting, ich meine, das ist halt, es wird legal, kann legal beworben werden in vielen Ländern und genau, hat große Affiliate Payouts, ist leider ja dann natürlich etwas, wo wahrscheinlich sehr, sehr viele drauf springen werden. Das ist natürlich etwas, was ich gar nicht gerne sehe. Entsprechend, ja, ich meine, weil es einfach das den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Aber was auch immer. Kurz vor der Krise auch noch. Ja, ja, don't get me started. AMP will officially be dead. Okay, das ist eine steile These, aber wie gesagt, das haben wir sowieso schon gesehen. Es wird eher so dieses Bento-Prinzip. Also da hat sich auch, ich glaube, Google hat das auch schon offiziell zu Grabe getragen. 2023 is the year of semantic markup via entities and knowledge graphs. Definitiv. Also ich glaube, das sollte jetzt auch jeder kapiert haben. Gerade natürlich, wenn ich Produkte habe, ne, macht euren Product Knowledge Graph, ne, alles richtig auszeichnen, welche Gruppe, welches Produkt gehört zu welcher Gruppe, was das Thema. Das macht richtig viel Sinn, strukturierte Daten da ja zum fullest Extent zu nutzen. Genau, also genau, sollte man auch 2023 niemand sagen müssen. Genau das, also ja, muss man machen. Google Discover and IIE. T will continue to be important for publishers. Absolut, können wir unterschreiben. Some publishers and SEO professionals will experiment AI-generated content. Some will experiment. Ja, ich meine, das passiert gerade, glaube ich. Sehr jeder SEO experimentiert gerade mit AI-generated content, würde ich mal sagen. Google News will place more emphasis on original reporting, local and translated news initiatives. Sehr spannend. Und Google Search Console will provide more data via APIs for SEOs to create their own dashboards. Aber hallo, da kommt was. Genau, viel darf ich noch nicht verraten, aber genau, da ich genau, vielleicht kommt da was. Auf jeden Fall sehr interessante Thesen. Absolut, spannende Thesen und ich glaube, wir können ja auch wirklich das meiste unterschreiben. Es gibt gerade noch ein paar Kommentare. Oho. Die Emmy, it's not a trick, it's Google. Genau. Wahrscheinlich genau zu einem Zeitpunkt, den wir jetzt gerade verpasst haben. Genau, da habe ich, hat bestimmt gut gepasst, der Kommentar. Kann man bestimmt dazu sagen. Kann man bestimmt dazu sagen. Lieben Dank, Emmy. Sorry, ich hätte deinen Kommentar früher sehen sollen. Seht ihr bei SEO in 2023 große Veränderungen? Ja, Alter, Ralf, wir haben doch keine Zeit. Ich habe so viele Sachen, durch die wir durchgehen müssen. Ich glaube, wie gesagt, es geht hier gar nicht um meine persönliche Meinung jetzt halt hier, sondern ich will mit diese News mit euch durchgehen. Wir antworten nochmal ganz kurz. Ja. Ja, es gibt große Veränderungen. Ja. Genau. Der Kevin hat Anfang Januar auch einen sehr guten Artikel, wie immer, geschrieben. Ne? The Second Order SEO Effects of Generative AI Models. Weil ich glaube, das ist ja das größte Thema. Auch hier meine nächsten Tabs gehen zum Thema Generative AI, vor allem JGDP. Genau, und deswegen ist das ein cooler Lead-In hier, dieser Artikel vom Kevin, weil ich begrüße noch ganz kurz den Olaf. Ah, der Olaf, back again. Servus Olaf, cool, dass du mit dabei bist. Unser Exportschlager, genau, wir haben dich ja letztes Jahr in unserer letzten Show noch genau als einer der, was haben wir gesagt? Newcomer in dem Sinne ja nicht. Ja, nicht Newcomer, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall unser Exportschlager. Wir sind ganz stolz auf dich. Natürlich, dass wir einen weiteren Deutschen haben, der auch in der internationalen Szene mitmischt und recognized ist. Von dem her, Servus Olaf. Der Olaf hat übrigens auch noch einen Podcast-Rekord mit dem Pavo zusammen. Ja, den habe ich aber keine Chance. Den habe ich auf der To-Do-Liste. Ach, also, ich habe ihn auch noch nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass da auch noch irgendwas mit Link-Building irgendwie dabei war und deswegen war ich ein bisschen abgeturnt. Aber genau, also wenn der Olaf und der Pavo was sagen, da höre ich eigentlich schon gut zu. Werde ich noch machen. Also wie gesagt, haben wir auf der To-Do-Liste. Genau. So, weiter geht's im Text. Genau, also der hat ein paar Thesen gemacht zu, genau, Generative AI. Wie gesagt, ist ja gerade in aller Munde, da erzählen wir euch nichts Neues. Ne?
klar, will likely lead to a flood of mediocre content. Ach nee, ja, also als gäbe es das nicht schon. Jetzt gibt es das auch noch AI unterstützt, ja. Genau. Und er sieht hier auch sehr interessant, genauso wie der Bastian Grimm auf seiner SEOCom-Keynote das auch sehr schön gesagt hat. Und für mich wirklich eye-opening. Also war wirklich, das war eins, wisst ihr auch, eins meiner absoluten eye-opening Facts von der SEOCom-Keynote von Bastian, ne, dass dieses Prompt-Designing, ja, das ist wirklich eine, ja, also wirklich ein neuer Job und ein neuer Job, der wirklich, ja, also ich glaube, sehr sought after werden wird. Sorry für das Englisch, ich versuche gerade wirklich einen deutschen Satz zusammenzubasteln im Kopf. Also das ist so wirklich ein Job für die Zukunft, sagen wir es einfach mal so. Ne? Und er vergleicht das auch hier. Prompt Engineering becomes a new frontier. Ja? Und das ist halt wirklich das Krasse, weil es ist ja genau eben das, ne, dass du, genau, Prompts, which are commands of AI tools, decide how much you get out of generative AI tools. Ne? Und das ist wirklich der Punkt, weil jeder, klar, kann jetzt irgendwie mal da so einen Satz reintippen und haben wir auch alle gemacht, ne? Aber wirklich halt etwas richtig Gutes halt rauszubekommen, ne? Teilweise für Bilder, ne, sind da wirklich eine DIN A4-Seite Beschreibung, was die AI hier zusammenstöpseln soll und dergleichen. Also wie gesagt, dieses Prompt-Design oder auch Prompt-Marketplaces, ne, wo es mittlerweile auch schon sehr, sehr viele gibt, ne? Das ist ein sehr großes. Sicherlich hier 2023 werden einen riesengroßen Teil, also ein riesengroß werden, noch größer werden. Oh Gott, ey, ich kann nicht mehr reden. Wow. Genau. Andere Leute würden sagen, ja, mal wie immer halt, ne, stammel da rum. Nee, aber ich glaube, wie gesagt, es wird ein Riesenthema 2023 werden und da werden sich auch viele wirklich darauf spezialisieren und auch Ecosystems, also WordPress, Shopify werden überlegen, wie können wir sowas nutzen, um unseren Usern sowas zur Verfügung zu stellen. Er denkt zum Beispiel, hey, also Shopify, for example, could provide product descriptions or category text with the push of a button for a higher price tier. Ne, also es könnte automatisch integriert sein und du könntest dir dann Shop da schneller zusammenbauen mit Shopify eben durch Hilfe hier von Generative AI. Oder die Alt-Tags an die Bilder dran klatschen. Oder das, ne? Auch sowas ganz Einfaches. Und das finde ich auch nochmal. If functional content, not all content, can be created with the push of a button and everybody has it, its value as a ranking signal nears zero. Würde ich jetzt zero sagen, ist schon krass, ne? Aber content loses weight as a ranking signal. Also, ne? Also das finde ich auch wirklich sehr interessant. Also jetzt kann sich Google gar nicht mehr so den Content hier sozusagen vielleicht herannehmen, weil den sozusagen jeder hat. Es ist eine Commodity, ne? Aber wo konsumiere ich jetzt quasi auch wieder den Content. Sehr interessant. Aber natürlich eine Exception. Editorial Content, Opinions, Complex Topics, Fast Evolving Topics, etc. Was natürlich harder to generate mit AI ist. Und das ist genau auch diese AI cannot replace human experience. Ne? Und deswegen auch diese Aufnahme ja von diesem weiteren E für EAT. Ne? Genau diese Expertise, die Experience wirklich mit einem in einem Thema mit bestimmten Produkten. Ne? Das ist etwas, was die AI nicht kann und was dann natürlich auch hier der Wettbewerbsvorteil eben ist. Und das ist auch etwas, was Google versucht. Ja, also dass sie wirklich wollen, das ist quasi, ach nee, das kommt in einem anderen Artikel vor. Egal. Weil das Wichtige, also sozusagen, dass es auch von People kommt. Also das ist Google halt auch wichtig. Ne? Also das ist auch, also sozusagen, dass das Content, der wirklich von einer Person kommt, idealerweise eben mit Experience, Expertise, Authority und Trust. Ne? Aber wie gesagt, auch in manchen Themen, wo es eben nicht so wichtig ist, ne? Aber nichtsdestotrotz Content eben von echten Leuten kommt. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Genau, aber wie gesagt, super. Interessanter Artikel hier vom Kevin, der sich einfach mal damit beschäftigt, ne? Also was sind so weitere diese Second-Order-Effekte, was passiert daraus, was ist so dieser Ripple-Effekt, ne? Was passiert ja auch hier, ja, Jobs impacted differently, ne? Also du hast bestimmte Sachen, wo du den quasi die Person gar nicht mehr brauchst oder dass Personen einfach auch viel schneller, effizienter arbeiten können und aber das Wichtigste ist hier halt vor allem auch Education. Also das ist auch entsprechend halt ja, die ja, Leute über Dingen, diese also, Tools auch lernen und wie man sie richtig nutzt. Vor allen Dingen auch Lehrer werden es sehr schwer haben, weil stell mal vor, vorher war es ja, konntest du zumindest mal einen Text irgendwo im Internet lesen und sagen, hey, hat das ein Schüler jetzt abgeschrieben? Ja. Und wie willst du das jetzt noch irgendwie prüfen können? Ich glaub, ja, absolut. Da haben auch, ich habe es gerade irgendwie heute auch irgendwo noch gesehen, das habe ich jetzt nicht auf die Liste genommen, aber irgendwo, irgendeine Universität hat auch ChatGPT komplett gebannt oder was weiß ich auch immer. Also du darfst es gar
gar nicht mehr nutzen. Also Wahnsinn. Also Lehrer oder Professor will ich jetzt wirklich nicht sein. Aber wie gesagt, spannender Artikel von Kevin, solltet ihr euch durchlesen. So, und jetzt sind wir beim Thema. Ja, wollen wir noch ein paar Kommentare vorher noch durchnehmen? Kommen noch, genau. Oh. Der Manuel hat nämlich kurz noch was gesagt. Meine Kinder mussten über Weihnachten bei jedem Anglizismus 5 Liegestütze machen. Wir waren zu Neujahr bei 2 Millionen Liegestützen. Markus, das wäre was für dich. Aber hallo, geil. Ich mag diese ganzen Anglizismen überhaupt nicht. Das sind absolute No-Gos. Ja, absolut. Das hatten wir schon mal. Den Gag hatten wir schon. Aber cool, repurposed. Genau. Es ist aber das Coole bei mir. Wie gesagt, ich kann mir ein paar Anglizismen leisten, dadurch, weil ich mir jetzt hier antrainiert habe. Ne? Genau. 2 Millionen ist natürlich richtig, richtig viel. Also das wird es bei uns, die Challenge wird es bei uns nicht geben. Genau. Habt ihr schon über Plugin oder Erweiterungen in Write für AI Title und AI Meta Description nachgedacht? Es gibt schon so viele Google Cheats und Co. im Netz. Ja, super, super Frage, Silvio. Ich glaube, für uns ist das gar nicht so spannend, weil es ist ja, also wie gesagt, da gibt es schon so viel. Ne? Also du musst ja da auch wieder quasi auch etwa auf etwas aufsetzen. Und ich glaube auch gar nicht, also klar finde ich das schon gut, ja, sozusagen mit sowas zu arbeiten. Ich kann mir sehr viele Prozesse deutlich einfacher machen mit sowas, aber ich würde das gar, also es wäre nicht meine Empfehlung auch als Write, ja, bitte benutze hier diesen AI-Content-Writer, um jetzt deine Titles irgendwie zu schreiben. Selbst wenn diese AI jetzt mal ein bisschen mehr in the future super-duper-duper-Titles macht oder so, ne, weil das sollst du so nicht machen, ja, also wie gesagt, AI-assisted, sensationell, ne? Also ich bin wirklich komplett stuck, ich habe jetzt keine Ideen, wie kann ich das noch besser machen, ah, guck mal, so ein bisschen Inspiration und dann mache ich das selber, ne? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man immer noch sozusagen hier, ja, wie gesagt, seine eigene Expertise halt auch eben da mit reinbringt, was auch immer Output quasi die AI da generiert hat, also deswegen wäre es gar nicht meine Empfehlung, und von dem her, so etwas da bereitzustellen würde immer, glaube ich, auch wieder so, ja, suggerieren irgendwie, hey, nutzt das und dann wird alles gut. Nee, sorry. Und so wird es auch nicht gut. Und das ist auch nicht sozusagen, was wir auch glauben, das macht ein better Web, sondern das macht ein just nur more cluttered Web of all the same. Ne? Also, kurze Antwort auf eine spontane Frage. Ich hoffe, das hilft, Silvio. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht. Theoretisch, falls es dich dennoch interessieren würde, wir haben ja eine API, das heißt, kannst du die Daten in dein eigenes System reinziehen und dann dort mit AI-generierten Content verheiraten. Genau. Und dann müsstest du eigentlich nur noch einmal rauskopieren und eben adaptieren oder eben automatisiert anpassen. Cool. Ich habe vom Olaf Stamp of Approval. Gute Einstellung. Vielen Dank. Geil. Nee, aber genau, habe ich jetzt auch vorher nicht nachgedacht. Genau, als würde ich sonst über irgendwas nachdenken, was ich in dieser täglichen Dosis SEO sage. Soll ich wissen, nee, was ich sage, ja, bevor ich es ausgesprochen habe? Was sagt der Adam noch? Wieso ist Google eigentlich wichtig, ob etwas von echten Menschen geschrieben wurde? Ja, also ich meine, ja, also ne, es ist schon, ne, also wenn alles die AIs da schreiben, also dann brauche ich das ja auch nicht mehr. Ne? Also dann lasse ich ja das selber auch machen. Gerade dieses Beispiel mit irgendwie Produktreviews, die von Menschen irgendwie gemacht werden. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier AI beschreibt mir oder schreib mir meine Experience zu einer neuen PlayStation oder was auch immer. Und dann können die sich Informationen zusammen aggregieren, aber wie diese Wahrnehmung wirklich im Endeffekt ist, sieht man ja eigentlich erst dann, wenn man wirklich selber mal mitgespielt hat, mit so einer Konsole gespielt hat. Und das dann entsprechend in Worte zu fassen, dass man da dann Unterstützung durch AI bekommt, kann man Haken dahinter setzen. Aber wirklich so das erste Mal diese Erfahrung zu machen, das kann jetzt wahrscheinlich noch nicht so eins zu eins übernehmen. Ja, weil das Ding ist ja auch sozusagen, es repurposed ja nur. Also in dem Fall JetGTP, ne, den Datenbestand von 2021, also sagt man, schreibt mir irgendwas Tolles über die PlayStation 4. Es kann ja nur das nutzen, was es schon hat. Ne? Und dann repurposed einfach, was andere Leute darüber geschrieben hatten im neuen Artikel. Aber es ist mehr oder weniger einfach alter Wein in neuen Schläuchen, also sprichwörtlich alter Wein in einem neuen Schlauch verpackt jetzt halt, ne? Und deswegen ist ja gerade so wichtig auch für Google, ne, dieses zusätzliche die Expertise, eigene Expertise. Ich habe selber eine PlayStation 5. Ne? Und das ist ja auch genau der Prozess eigentlich. Man kann durch die AI sich sowas vorschreiben lassen, aber dann bringe ich meine eigene Expertise mit rein. Ne? Lüftergeräusch ist ein bisschen zu laut. Also ich persönlich finde das Lüftergeräusch auch ziemlich laut, ziemlich zu laut. Was auch immer, doofes Beispiel. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich da wichtig und deswegen ist es auch wichtig für Google, weil einfach nur was es schon gibt, nochmal repurposed, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht irgendwo lesen, dann kann ich selber generieren. Ne? Also du machst ja, also ich brauche etwas Original, was auch eben eine eigene Google AI sozusagen als Antwortmaschine sozusagen dann eben nicht gleich generieren kann, weil sie eben auch diese Expertise fehlt und dementsprechend. Also von dem her ist es unglaublich wichtig.
Weil sonst macht das ganze System einfach keinen Sinn mehr. Was sagt der Olaf? Der weiß das wahrscheinlich besser als ich. Google ist wichtig, dass sie nicht so viel Müll crawlen und indexieren müssen. Genau, weil das ist ja, du brauchst es gar nicht mehr. Ich würde in diesen ganzen Müll crawlen für etwas, was ich dann auch selber kann. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, absolut. AI-related Content wird von Google Algo dann AI gerankt. Genau. Ja, und dann wird das wieder repurposed und was weiß ich. Wow. Ja, genau. Welcome to Groundhog Day. Aber by the way, Google, also Google hat da ja auch mittlerweile schon, wir haben ja alle diesen Red Alert, Code Red gelesen. Wie gesagt, wisst ihr auch, ich fand das alles ein bisschen overhyped, entsprechend, vor allem der Datenbestand, das ist ja echt von 2021. Ne? Ich meine, um das aktuell zu halten, es kostet ein Schweinegeld und selbst wenn OpenAI jetzt schon wieder irgendwie 28 Milliarden irgendwie da generiert oder was weiß ich auch immer, es kostet ein Schweinegeld, dieses Ding so aktuell zu halten mit diesen Trillionen von Parametern. Und das ist ja sowieso nochmal der Anfang. Ja, also das ist ja so Musikkassette zu Blu-ray, ja, also nicht mal CD-ROM, Blu-ray, ja, also und das dann fresh zu halten, also, ja, viel Spaß, ja, weil das ist ja genau der Punkt, ne, in dem Moment, wo ich dann sage, hey, könnt ihr jetzt benutzen, dann benutzen es die Leute auch bei aktuellen Themen, die werden da gar nicht inkludiert. Also, aber ich glaube, das ist auch gerade auch für die aktuellen Themen ist es eigentlich halt auch am spannendsten. Ja, absolut. Und wenn das dann halt nur von 2021 hat, dann ist es aufgebaut. Ja. Und die Flaws sehen wir ja. Wenn wir fragen, wie wichtig ist Linkbuilding für SEO, dann kriegen wir halt die Antworten von 2021 oder noch davor eigentlich. Aber hallo. Und das muss man halt immer mit so einer Berechnung mit so einer Erstellung mit einbeziehen. Und das ist eine riesen Challenge, ja, dass dieses Ding da aktuell zu halten. Aber wenn es jemand kann, dann Google und wahrscheinlich noch mehr als OpenAI, also mit diesem Code Red, ja, nein, eigentlich ist Google da immer noch sozusagen eigentlich in der besten Startposition, ne? Weil, wie gesagt, die sind sehr gut mittlerweile da drin, was muss neu gecrawlt werden, wo sind neue Informationen, ne? Wie gesagt, werden ChatGPT ja einfach nur, weil er auf so einem Model entsprechend halt aufsetzt, wo ich neue, größere Models machen kann und noch mehr trainieren kann, aber ja, es ist halt immer der aktuelle Trainingsstandpunkt. Und was Googles neuester Shit ist hier, Generative Models are es gibt hier ein Research Paper, kein Patent, genau, Generative Models are unsupervised predictors of page quality, a colossal scale study. Also eine riesengroße Studie haben sie gemacht, das Abstract mal ganz kurz, den will ich auch vorlesen. Large generative language models, such as GPT-2, are well known for not only their ability to generate highly realistic text, but also in their utility for common downstream tasks. However, how and in what settings one can best leverage these powerful language models is still a nascent research question. In this work, we explore their use in predicting language quality, a notion of coherence and understandability of text. Our key finding is that when trained in a self-discriminating fashion, large language models emerge as unsupervised predictors for such language quality. This enables fast bootstrapping of quality indicators in a low-resource setting. We conduct extensive quality and quantitative analysis over 500 million web articles, the largest scale study conducted to this topic. Holy shit, 500 Millionen Webartikel haben sie da quasi studiert und sie kommen wirklich auf den Punkt, dass ich quasi ja, sozusagen, also eine Language Quality hier sozusagen predikten kann. Und das ist wirklich super interessant, weil Roger Monti hat dazu auf Search Engine Journal geschrieben, ist this Google's helpful content algorithm? Weil alles, was in diesem Research Paper entsprechend enthalten ist, ne, ist eine Menge, was overlappt quasi mit was Google ja einfach uns erzählt hat, was das Google Helpful Update eigentlich ist. Weil das einer der interessantesten Punkte war ja, dass it improves our classifier and works across content globally in all languages. Ne? Also dass es nicht einfach nur ein bestimmtes Signal ist, ne, oder beziehungsweise auch ein Update auf einen bestimmten Datenbestand, sondern es ist ein Classifier. Ne? Also sie haben damit die Möglichkeit, einfach wirklich zu klassifizieren, ne? Und im Machine Learning ist einfach so ein Classifier etwas, was eben Daten kategorisiert. Also ich kann es mit diesem Classifier, wenn ich dann ein großes Datenset habe wieder, quasi kategorisieren. Ne? Und deswegen ist es jetzt auch keine Manual oder jetzt auch eine Spam-Action oder was weiß ich auch immer, sondern it's entirely automatic, ne? Basierend eben auf diesem Machine Learning Model. Ne? Also es ist keine Manual Action, es ist keine Spam-Action. Ne? It's just a new signal and one of many signals Google evaluates to rank content. Ne? Aber wie gesagt, mehr als ein Signal. Ich kann das wirklich auch sozusagen als Classifier benutzen, um eben zu kategorisieren.
Ne? Und das ist wirklich, wie gesagt, jetzt sind wir schon so hat in der Zeit, also deswegen würde ich euch diesen Artikel hier noch zum Selbststudium lassen. Poste ich natürlich alles wieder in der World of Wux. Ne? Aber das ist wirklich sehr interessant hier. Und auch toller Feind von Roger Monti. Also erstmal dieses Research Paper und dann eben auch, ne, könnte das hier wirklich die Grundlage sein für das Helpful Content Update, ne? Genau, weil sie eben, ne, wie gesagt, jetzt imstande sind, ne, diesen Low-Quality-Content zu detekten, AI-Content zu detekten. Und das könnte dann eben genau dieser Classifier sein, dass eine Seite in Classifier bekommt. Oh, diese Seite wird hauptsächlich irgendwie von AI-Content-Tools da befüllt, ne? Ne? Und das kann ich wieder rausnehmen, beziehungsweise hilft mir auch wieder andere AI-Content-Pieces oder Seiten entsprechend halt auch wieder zu identifizieren, weil es ein Classifier ist. Spannend, spannend. Ne? Ja, genau. Zwei, drei Kommentare dazu gekommen, die kann man auch noch gleich mit angeben. Ja, das hatten wir, genau, mit dem Ding, das war auch vor Ding, genau, Adam. Und da, es gab noch ein Beispiel, wo Google im Knowledge Panel für Google ein falsches Logo drin hatte. Seitdem mögen die vermutlich eher generated content nicht. Geiler Punkt. Genau, could be. Und apropos Detection, ne? Genau, der Camper hat hier nämlich sich mal 13 AI Content Detection Tools angeguckt und getestet. Genau, und das finde ich auch super spannend. Also da gibt es ja mittlerweile mehrere, ne, mit denen ich sowas überprüfen kann, sozusagen. Und der hat er sich angeguckt und das ist wirklich super spannend. Ne? Hat auch ein paar hier quasi reviewed. Den Hugging Face, den kennen wir ja alle, den hat ja auch Kevin Indeck da genutzt, auch wirklich ein cooles Tool. Ne? Und wie gesagt, ihr seht ja auch, Google hat mittlerweile, also es gibt so viele Tools, Google hat da wahrscheinlich noch ein besseres Tool sozusagen at hand, um das wirklich sehr gut identifizieren zu können. Vielleicht sollten wir so ein Programm schreiben, das dann heimlich irgendwelche Links in die Texte reinfügt, dass wenn jemand dann sagt, ich gerne möchte einen Text zu irgendeiner reinbauen, dann wird er gleich einen Link zu irgendeiner Seite reingesetzt. Oh, das wäre geil. Ein AI-Content-Tool, wo Content ausgespinnt wird und wenn er den Ding, sind da Links entsprechend da drin versteckt. Wow, Link-Building on Steroids. Cooles Tipp, genau, für ein Free-Tool, wenn ein Free-Tool generieren will. Was Ähnliches haben wir. Vor allem, das kannst du kannst ja einfach so, JetGDP, du leitest das einfach durch irgendwie. Und dann schaust du, okay, ja, genau. Und wenn Leute das machen, kriegst du Links. Spannend. Genau, aber ihr seht, also wie gesagt, Semper hat da wirklich tolle Arbeit gemacht, der Christoph. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan von Link Research Tools, auch wenn ich nicht viel Linkbuilding mache, aber tolles Tool. Und genau, hat sich da einige angeguckt. Guckt euch die auch an und benutzt sie auch um euren Content, wenn ihr das jetzt macht und sehr lazy seid. Ne, probiert es mal selber. Detekten diese Tools meinen Content eben auch und was kann ich dann besser machen? Ne? Weil wie gesagt, wenn die das können, gibt es schon mehr. LinkGTP, oh, der Gerald wieder. Servus Gerald übrigens, cool, dass du mit dabei bist. Frohes neues Jahr. Genau. Aber geile Idee, genau. Aber wie gesagt, auch hier, guckt es euch an, ne? wenn diese Tools sozusagen euren Content richtig klassifizieren können als AI-Content, ne? Dann genau, macht es direkt richtig, weil Google hat wahrscheinlich noch bessere Tools am Start. Und der Camper hat noch eine richtig coole Chrome-Plugin gebaut und das will ich euch auch empfehlen. AIPRM for SEO, ein bisschen krude. Habe ich mir gerade vorinstalliert und so sieht es aus. Ich kann da draufklicken, zack. Und da gibt es nämlich JetGTP Prompts for SEOs. Total abgefahren. Zum Beispiel, er kann dann sagen, hier, das habe ich vorher gemacht, Outrank Article, aha. Und jetzt habe ich, wo ranken wir denn schlechter? Warte mal, wir können mal, wo ranken wir denn hinter dem Urlaub? Weißt du, wo wir hinter dem Urlaub ranken, für was? Nee, weiß ich nicht. Für... Ich würde gerade sagen, für Seppi haben wir für ihn gerankt. Ah. Er hat vor uns gerankt, das war so lustig. Also ich kann jetzt auf jeden Fall hergehen und kann sagen, hey, outrank this article. Und dann fängt er an, quasi da den Artikel da zu schreiben. Und also super Tool, wie gesagt, ist ein Chrome-Plugin. Ich habe es gerade vorher installiert. Genau, ich habe gesagt, ich hatte sowieso schon Probleme, alles hier durchzulesen. Genau, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus und ich habe ihn da einmal loslaufen lassen. Keyword-Strategy, also ich möchte mir die Strategie für meine Keywords durch eine AI generieren lassen. Keyword-Strategy, your keywords, SEO. Okay, zack. Ja, okay. Gut, also es funktioniert, wie auch immer. Also, ich probiere, also ich werde mal mit mir rumspielen, sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Apropos ChatGTP, genau, während der Olaf noch lacht, apropos ChatGTP, genau, Riesen-News, jetzt genau, wir haben alle gehört, Red Alert, und jetzt Microsoft, OpenAI's biggest investor, plans to integrate ChatGTP into Bing Search by March 2023, also das wird kommen, im März werden wir dann auch, ChatGTP direkt im Bing
entsprechend haben. Wirklich sehr spannend, wie sie das mit der Aktualität irgendwie da hinkriegen wollen und eine Menge falschen Antworten, die ChatGPT immer auch noch gibt. Ne? Genau, fragt einfach den Hans, der kennt sich da aus. Und auch hier, DALL-E gibt es ja auch, ne? bing.com/create, wo schon DALL-E entsprechend integriert ist. Genau. Und genau, also das wird richtig krass und natürlich auch ein krasser Angriff gegenüber Google. Das wird auf jeden Fall ein spannender März. Aber, ich wollte gerade sagen, sie sind nicht die einzigen, die das gemacht haben. Zum Beispiel U.com hat das mittlerweile schon integriert. Kennt ihr noch U.com, neue Suchmaschine? Ne? Und da kann ich auch hier mit U-Chat, kann ich auch direkt Fragen hier stellen. Was weiß ich auch immer, ask me anything. Hier SEO, was ist SEO? Genau. Und Neeva hat es auch angekündigt, introducing Neeva AI, genau, wisst ihr, dieser Browser, den man die Suchmaschine kaufen kann, quasi keine Werbung, und diese Neeva AI, soll da mittlerweile auch ganz gut sein, genau, also es ist ja absolut der Trend, jeder baut das jetzt ein, let's go, Leute lieben es, Leute wollen es benutzen, here you go, vielleicht bin ich schneller als Google, genau, just run for the hills. Perplexity habe ich auch noch gesehen, das ist auch nochmal ganz cool. Entsprechend auch so ein Ding, was ich alles fragen kann, wie auch immer. Und interessant, dass Wolfram Alpha nicht dabei ist. Ja, genau. Aber wer trotzdem mit ChatGPT rumspielen will, ne, da gab es auch einige coole Posts. Wir haben schon 13 Uhr, lass mich noch 5 Minuten überziehen, bitte. Spannende Post, weil Lader hat dann einen Riesenpost gemacht, 20 Ways to Leverage ChatGPT in Your SEO Activities, hat da ganz viele coole Beispiele gegeben, ne, was man da alles damit machen kann, ne. Genau, also da ist einiges, was man sich da mal durchlesen kann, was vielleicht da für euch interessant ist, ne? Wie gesagt, aber immer handle with care, nicht direkt auf eure Webseite übernehmen. Dann gab es noch bei awesome ChatGTP Prompts, prompts.chat, auch sehr interessante Prompts, die ihr direkt so übernehmen könnt, ne? Act as an English Translator and Improver, act as a Linux Terminal, Wahnsinn. Ja. Ach, auch das hatte ich auch gesehen, Act as a Position Interview. Ich kann sogar mein Job-Interview kann ich sogar testen. Also bitte sei hier ein Job-Interviewer und interview mich mal oder so. Und wie mache ich das? Ne? Und auch wirklich super viele Sachen, was man als Prompt nutzen kann. Act as a Prompt Generator. Das ist auch geil. Ich kann also quasi die Prompt, quasi bitte mach mir eine Prompt, quasi, aber besser, weil ich es nicht kann. Ja? Midjourney Prompt Generator, Dream Interpreter. Wahnsinn, ne? Also ihr seht es, als was man das alles nutzen kann, und das findet ihr alles hier auf prompts.chat. Dann der Joe Hall hat sich auch noch ein paar Gedanken gemacht, 5 powerful ChatGPT prompts for technical SEO, creates XML sitemaps, JSON-LD Schema, lalala, also auch hier ein paar Use Cases vom Joe, sicherlich spannend. Und dann fragt der André Alper, der hat noch eine ChatGPT Challenge ausgerufen, ne? Wer findet die besten? Und ich glaube, der Hans hatte da was Cooles, genau. Ach genau, erstelle eine Tabelle mit einer Keyword-Liste für einen SEO-Content-Plan zum Thema Zigarren. Die erste Spalte in der Nummerierung, clustere die Keywords nach den wichtigsten 10 Oberkategorien. Ja, also er hat mir quasi hier einen perfekten Prompt gegeben für, ja, eine kleine Keyword-Research. Richtig gut, wie gesagt, der Hans hat da schon viel damit rumgespielt und teilt hier seine Erfahrung. Genau, hat auch einiges an Likes, oh, ich habe noch kein Like gegeben, here you go. genau, also ich glaube mal, da kann ich nicht mehr mit anstinken, beziehungsweise ich habe mir die anderen Antworten noch gar nicht angeguckt. Muss ich vielleicht nochmal gucken. Aber wie gesagt, ich habe da noch keine Ideen, weil ich da zu wenig damit rumspiele. Immer noch, finde einfach nicht die Zeit. Aber wenn ihr eine Idee habt, genau, let's go. Ja, der André sucht noch gute Ideen. So, das hatten wir, genau. Dann auch, Google hat auch noch was Neues released. Wie gesagt, die sind noch nicht so weit, dass sie ihr ChatGPT direkt da integrieren. Das würde jetzt auch keinen Sinn machen, aber so ihre eigene Lösung. Aber Googles Palm is ready for the GPT-Challenge. Und das ist ja Googles, ja, also dieses Pathway Language Model, das ja auch diesem Pathway-System trainiert wurde. Das bedeutet also auch, dass sich ganz viele dieser TensorFlow, also TPUs quasi da halt nutzen kann. Das macht das Ding natürlich super, super performant. Ne? Und genau, und das ist sozusagen, also das wäre hier deren ChatGPT, und die erste Anwendung daraus können wir sehen mit MedPalm, ja, also das ist auf diesem Palm-Modell, das ist quasi ein Chatbot for Healthcare, also damit haben sie quasi angefangen, ne, for medical purposes entsprechend, und ich glaube, da war die Evaluation, na, guck mal hier, 5 Billion Parameters, Wahnsinn. Ich meine, gerade Medical Information ist natürlich the most critical, aber ich habe natürlich auch viele Trusted Sources. Ne? Also da weiß ich auch wirklich, was sind die Trusted Sources. Ne?
Und ich finde den strategischen Ansatz auch ziemlich gut zu sagen, okay, wir wissen, dass wenn wir zum Beispiel ChatGPT einfach mal so auf die große Masse an Menschen loslassen würden mit Google aus allen Bereichen, dann wären die Leute total abgeschreckt. ja, absolut. Und so einfach mal zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf etwas, was gut dokumentiert ist, was sehr viele vertrauenswürdige Ressourcen hat und versuchen da entsprechend das Ganze größer zu machen, eigentlich eine sehr, sehr gute Strategie. Spannend, genau, vor allem auf einem limitierten Set, auch wenn es ein Ja. riesengroßes Set halt ist, ne? Weil wie gesagt, diese auch aktuelle Sachen und was weiß ich auch immer, das macht das Ding riesengroß, ne? Aber so die aktuelle Studienlage zu bestimmten medizinischen Themen da mal irgendwie da zusammenzubringen, ist ein vermeintlich einfacherer Task, ne? Und also von dem, also super Strategie. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall da, da wird eine Menge mehr kommen, eben basierend auf diesem PaLM-Modell. Und das erste ist eben dieses MedPaLM. Dann Google, ignore spammy links, even when a whole penalized site is redirecting to you. Genau, also auch hier der, mit dieser, yes, ja. Does your advice regarding ignoring bad links pointing to your site and no need to disavow also apply if someone redirects an entire website that is penalized or has spammy links to your site? Yes. Bam. Geil. Kann man auch gar nicht, muss man gar nicht mehr dazu sagen. Sensationell. Deswegen mögen wir John Müller. Und hier, building your site on bad links over time will have a lasting effect. Auch sehr spannend, ne? Also wenn du anfängst sozusagen schon mit scheiß Links, es wird ein lasting Effekt entsprechend haben. It's tempting to build a house out of cardboard. It's cheap and it looks like a house quickly. Removing the cardboard doesn't make it a stable house. Das ist ein Problem, ne? Also super Analogie, die hier benutzt wird. Ne? Es ist wirklich tempting, ne? Das so zu machen. Also es verführt dazu, sieht auch gut aus, geht super schnell, ist super easy, super günstig, ne? Aber ja, das später zu entfernen, ja, wie gesagt, dann fällt vielleicht alles zusammen. Spannend. Genau, PSA, Googles Passage Indexing, Ranking helps Google better understand messy content. Das ging nochmal in diese Richtung, dass sie das ja auch damals ein bisschen falsch benannt haben. Also das haben sie ein bisschen mit gehadert mit diesem Google Passage Ranking, Google Passage Indexing, dass es ja eigentlich nur darum geht, dass ich auch in einem großen Content bestimmte Passagen hier rausdestillieren kann, die vielleicht interessant sind für den User. Genau. Links on YouTube won't help your Google Rankings and SEO. Ja, auch wieder hier, nope. Genau, also es hilft auf jeden Fall nichts, auch ein Link im YouTube, es schadet aber auch nichts, und vor allem, wenn er Traffic bringt, also wieder, das ist nur aus SEO-Sicht, ne? Also wie gesagt, wenn ihr einen Link bekommt, genau, don't sweat it. Dann hat Google noch Article Structured Data Guidance geupdatet, das wusste ich nicht, zum Beispiel, dass der Title Tag, the title of the article, the value should not exceed 110 characters. Krass. Achso, das ist die original recommendation und jetzt die new, the title of an article. Consider using a concise title as long titles may be truncated on some devices. Viel besser als diese, ja, definitive Charakterlänge hier, Character Length. Und dann ganz kurz unsere auch super Gästin hatten wir ja letzt bei uns in der Show, die Katharina Stapel. Und die hat die macht was richtig Smartes für ihre Kollegen, für ihre Kunden. Und zwar macht die so ein Ecosystem, ein Sales Marketing Playbook, alles, was sie so spannend findet fürs neue Jahr, macht da so ein Playbook für ihre Kunden und das kann man sich auch, kann man auch sich kostenlos zustellen lassen hier von der Katharina und deswegen will ich das promoten. Ich habe es mir nämlich schon angeguckt, das hat sie wirklich super gemacht. Das ist wirklich, also echt mal eine geile Idee, sowas für seine Kunden zu machen, entsprechend, ne? Also finde ich wirklich super, auch so aus Agentur Sicht quasi sowas zu machen. Toller Conversation Starter mit den Kunden. Aber wie gesagt, sie hat einen super Job gemacht. Ich glaube, das können auch mehreren Leuten kann das helfen. Und deswegen hier share ich natürlich gerne diese Landingpage. Könnt ihr auch sozusagen euch kostenlos zuschicken lassen. Und das kann ich empfehlen. Und dann, gut, Content Marketing Statistics, you should know. Und den SEO Split Test, Shorting Title-Links und Product Pages. Bringt es was? Wahrscheinlich. Ja, bringt was. Immer. Yay, das war schnell. Genau, das ist hier auch nochmal Content-Marketing-Statistiken. Und Nicolas Stott, herzlichen Glückwunsch. Ist jetzt bei Third Door Media, der neue SEO- und Content-Manager. Genau, auch unser, genau, natürlich SEO-Oktoberfest. Sister, Entschuldigung, SEO-Oktoberfest-Sister, die Nicola, freut mich ganz besonders, dass sie jetzt auch bei Search Engine Land ist. Entsprechend herzlichen Glückwunsch, Nicola. So, that's it, das war's. Puh, das war eine Menge News, eine Menge zu quatschen. Ich habe auch wieder eine Menge gequatscht, tut mir leid. Genau, aber das ist so mal, jetzt sind wir, glaube ich, wieder alle gut informiert und Können jetzt so kannst du auf richtig jeden Fall, genau, reinstarten jetzt kann in es weitergehen. 2023. In dem Sinne, am Mittwoch mit der Vanessa Lisa. und der Lisa, genau, spannende Show zum Thema SEO A/B-Testing, das wollt ihr nicht verpassen, Mittwoch um 12 und ansonsten gibt es wieder die News nächsten Dienstag, wie gesagt, nicht am Montag, da bin ich, wie gesagt, hier Kindergeburtstag in Jimmys Fun Park, bitte nicht auflauern.
Genau, ich werde nicht über SEO reden, selbst wenn wir uns dort treffen. Vielleicht nur ein bisschen. Genau. Markus, deine Kids sprechen fließend SEO. Genau, nee, hoffentlich nicht. Und am nächsten Dienstag gibt es dann die nächsten News. Ja, cool, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wirklich, hat sich toll angefühlt und auch wirklich schön, dass ihr auch wieder so direkt so interagiert und das alles wie früher ist. Wir freuen uns auf euch für das Jahr. Ja, wink einfach weiter, das ist cool. Ja, Weil eigentlich wartet auch unser Chef, also von dem her, da müssen wir hin. In dem Sinne, wir hoffen, wir sehen uns am Mittwoch. Cool, dass ihr mit dabei wart. Liebe Grüße, bleibt Bis gesund Mittwoch. und Tschüss. Happy Optimizing. Macht's gut. Tschüss.